Ja, unsere nächste Teilnehmerin ist jetzt gerade eben noch aufgetaucht, nachdem sie schon gedacht hatte, es wäre morgen der Veranstaltung. Aber wir sind froh, dass sie es noch geschafft hat, hierher zu kommen. Sie kommt aus Frankfurt. Zum Glück hatte sie es nicht so wahnsinnig weit. Ich kenne sie auch schon jetzt wirklich einige Jahre aus Workshops. Und sie war lange Jahre eine der jüngsten Teilnehmerinnen bei uns beim Frankfurt Poetry Slam. Sie ist aber auch Preisträgerin des Jugendwettbewerbes für junge Lyrik Lyrics und Finalistin des Texte-Wettbewerbes für junge Literatur in Wien. Und außerdem auch noch Texterin und Sängerin der Frankfurter Band The Dragonflies. Begrüßt ganz herzlich mit mir Thea Steimer-Thorsson. Ja, und bevor es losgeht, Thea, erstmal toll, dass du es geschafft hast. Zum Glück hattest du es ja nicht ganz so weit, musstest nicht aus Trier anreisen. Das ist schon mal der große Vorteil gewesen. Ja, vielleicht auch zu deinen Texten. Es ist ja, ich habe manchmal das Gefühl, du bist nicht so eine ganz klassische Poetry-Slammerin. Du hast so eine ganz eigene Sprache irgendwie. Was ist irgendwie, was sind die Themen oder was ist die Sprache, die dir wichtig ist für deine Texte? Ich bevorzuge es, so oft wie möglich neue Sachen auszuprobieren, weil ich, wenn ich auf die gleiche Art und Weise mehrmals schreibe, schnell gelangweilt bin. Aber ich glaube auch, weil ich noch nicht die Art und Weise zu schreiben gefunden habe, in der ich mich wirklich wohlfühle. Das heißt, du hast schon ganz viel ausprobiert. Das heißt, im Prinzip kann man immer was Neues von dir erwarten. Das ist auch spannend. Eine Zeit lang bist du auch immer unter neuem Namen aufgetreten. Das ja. Kann mich auch erinnern. Das ist aber jetzt gerade nicht mehr so wichtig, oder? Nein, derzeit bin ich mit Klarnamen unterwegs, wenn ich nicht gerade aktivistischen, geheimen Tätigkeiten nachgehst. Okay. Wenn ich nicht für den Geheimdienst tätig bin, dann. Ja. Und diese Ausnahmezeit, in der wir jetzt existieren, was hat das für dich für einen Einfluss gehabt? Oder für deine Texte vielleicht? Hat es da einen Einfluss gegeben? Also ich habe erstmal mehr geschrieben und das hat auch sehr viel Spaß gemacht und dann hat die Schule wieder angefangen und dann habe ich wieder aufgehört zu schreiben. Ja, jede Ausnahmezeit wird am Ende von der Schule wieder platt gemacht. Wir freuen uns auf einen Text von Thea Steimer-Thorsson. Hey. Also es sollte möglichst ein Text zum Thema Ausnahmezeit sein. Und der Charakter an diesem Text erfährt eine Ausnahmezeit. Das ist ein Gnom, der im Elfenbeinturm wohnt und dann da rausfliegt. Und es heißt, der Gnom im Elfenbeinturm. Was ist ein pechschwarzer Köter mit weißen Punkten? Ein Almatiner. Was betreiben Chemieprofessoren im Weltraum? Alchemie. Was gab Gott den unterdrückten Aliens, um sie aus ihrer Knechtschaft zu befreien? Einen Almose. Und wo befindet man sich, wenn man über das All hinausgeht? Überall. Ich himmel den Himmel an und sehe mein Leben in der irdischen Welt als vorübergehend an, so als campe ich im Himmelszelt. Das sagte er, so hörte ich es, der kleine Arme, ein Wurm im Loch, halb Wurm, der Seelo lebte, als wär er schon in der Urne, der Gnom im Elfenbeinturm. Der erzählte sich aus Langeweile, er wäre echt erhaben, glaubte das Meer vom Märtyrer. Ich habe ihn hören sagen, er wisse es aus Hören sagen, dass seine Kleinigkeit der nächste Messias wäre. Ein Apostel in der Postapokalypse, das wäre genau der richtige Posten, meinte er in einem seiner Geistesblitze, die ihn aus heiterem Hirn durchschossen. Und der Glühne, größenwahnsinnige Gnom, war nicht nur Theoretiker und Theologe, er war genauso sehr Astronom, Asthmatiker und Astrologe, denn das Turmschloss aus Elfenbein schloss Türme von Konvoluten und Bücherbergen in sich ein, aus Zeitungen waren die Treppenstufen. Märchenbücher bildeten das Fundament. Die großen Philosophen waren Teppichboden, selbst die Fenster waren beschriebenes Pergament und aus Zetteln war das Bett gewoben. Eine Matte,
Die hingen in der höchsten Spitze dieses Turms oder vertikalen Sargs. Hier las der Gnome und machte Witze über die Menschen, von denen er las. Denn dieses Wesen erfanden Brillen, aber blieben kurzsichtig. Alle Dinge von wahrem Wert waren für sie nur kurz wichtig. Wegen des historischen Kurzzeitgedächtnisses war dann mit Krieg auch immer nur Kurzschluss. Sie verbrannten sich selbst, es war ein einziger Kurzschluss. Kurzum, im Vergleich mit Gnomen zogen Menschen klar den Kürzeren. Und beim Lachen raffte der Gnome die Zeit wie ein Kleid und es ging im Weltzeitalter im Zeitraffer vorbei. Denn das Genom des Gnoms hatte ihn darauf gepolt, Zeit nicht unter die Zeitlupe zu nehmen, bis sie im Brennpunkt verkohlt. Er ließ sie entfliehen und blieb stehen, um sich aus historischen Momenten einen Joint zu drehen. Und er hielt sich innerlich für jung, höchstens um die 100. Doch das war Einbildung, er lebte schon seit dem 1. Jahrhundert. Und der Elfenbeinturm war entsprechend antik. Man sah schon von Weitem, dass da etwas nicht stimmt. Weil Elfenbein nicht viel wiegt, schwankte der Turm heftig im Wind. Nun ist es so, dass wir Menschen offenbar nur das für wahr halten, was wir wahrnehmen. Und nur das wahrnehmen, was wir für wahr halten. Und so ist nie was mit dem Turm geschehen, denn man war zu dumm, um ihn zu sehen. Und er wäre unbehelligt, ewig im Dunkeln geblieben. Wäre nicht das digitale Zeitalter angebrochen und aus des Bruches und heimlichen Tiefen das Google Maps Car herausgekrochen. Den Satellitenaufnahmen hatte noch keiner getraut. Man meinte, die Russen hätten die Daten korrumpiert oder der Praktikant hätte es wieder versaut. Erst mit den Nahaufnahmen hat man es kapiert. Hey Prof, ist das eine optische Täuschung? Nein, im Blumenmeer steht wohl ein Leuchtturm. Es war der Elfenbeinturm, sie hatten ihn entdeckt. In dem hatte sich der gelehrte Gnom nun sehr lange versteckt. Man siehe am Beispiel, klammert sich ein Gnom zu lang an das Elfenbein, wird es irgendwann zu viel für die geduldigste Elfe sein. Es wurde wohl Zeit für große Veränderungen. Es kamen Leute, die scharf waren auf das Material. Sie erwählten bürokratische Bestimmungen zu den Waffen ihrer Wahl. Und der Gnom, der nichts als Frieden wollte, um in Ruhe zu studieren, musste, weil der Mensch ihm grollte, sich über Brandschutz informieren. Die Pergamentfenster eliminieren, Stiegen, Matten, Liegen, Gassen und Statuen von Tieren, die die Gänge zierten, alles neu kreieren, denn all dies war Papieren. Die Texte fachgerecht sortieren und sicher archivieren, die Brandgefahr minimieren, bei all dem nicht die richterliche Einberufung verlieren. Statt über Sterne zu meditieren, hieß es nun restaurieren. Das ging den Gnom an die Nieren, er konnte sich dazu nicht motivieren und wusste aus der menschlichen Geschichte, nun hieß es das Recht neu interpretieren. Da setzte er auf seine Religionsfreiheit. Er war doch der Messias und wollte nun mal für die Menschheit verbrennen. Doch der CDU-Abgesandte kam, sah und sagte, es tut uns leid. Politik muss man in unserem Land ganz klar trennen von wirtschaftlichen Interessen. Der sagte der Gnom, wir gehören nun mal zu dem Turm und wollte sich zum Weltkulturerbe ernennen lassen. Doch als böse Erbe erwies sich die Welt für den Gnom, wollte ihn ausstopfen, um seinen Wert zu erfassen. Der Gnom pochte auf seine Bürgerrechte, doch hier waren CDU und AfD ausnahmsweise einer Meinung. Wenn man einen Gnom einbürgerte, dann wollten plötzlich alle, also ab ins Asylheim mit der grünen Erscheinung. Dann dachte er, nun ist es genug, fühlte sich dabei zu Recht recht apart und rief mit des Widerstandes letzten Atemzug, ich bin der Letzte meiner Art. Stille. Aus den tausenden nach den Elfenbein ausgestreckten, vor Gier zitternden Gliedern wich das Blut. So wurden sie selbst Elfenbeinfarben, erstarrten erst und zersplitterten dann vor Wut. Raubt, was ihr zu fassen kriegt, konnten die Piraten gerade so den Umstehenden raten, denn dann konnte man schon die grünen Schiffe spotten, über das Blumenmeer kamen die Greenpeace-Flotten. Der Nabu kam in einem Wagen, der ward von Staren gezogen, über den königsblauen Himmel geflogen. Und das Gnom, dachte er, sähe Gespenster. Denn die Aktivisten bauten Tripods, die reichten hoch bis an sein Fenster. Auch die Chinesen schickten Rettungsbots. Da herrschte bei den Gierigen im Blumenmeer Seenot. Die AfD baute sich ein Floß und sagte allen, es ist kein Platz mehr im Boot. Die CDU rief, wir schaffen das, und Crowdsurfte an Land. Die FDP aber hat vor sein U-Boot Finanzhaie gespannt. Da freute sich der Gnom im Elfenbeinturm
an der Ruhe nach dem Sturm. Und dieser Turm war nun nicht mehr ein Sarg, denn sein Bewohner zelebrierte nun jeden einzelnen Tag dieser geschenkten Zeit in seiner selbstgebauten Welt, jede Sternstunde hier im Himmelszelt. Thea Steinmar. Dankeschön.